Hello, I'm Burt Lancaster. I'm standing in Red Square. Der Rote Platz, das Herz Russlands, der Mittelpunkt Moskaus, der Hauptstadt der Sowjetunion. Burt Lancaster erläutert, hier sind die Basiliuskathedrale, der Spassky-Glockenturm, die Kremlmauer. Und hier hinter den Besucherschlangen der Sarkophag Lenins, des Begründers der sowjetischen kommunistischen Partei und des Sowjetstaates. An einem schönen Sommermorgen des Jahres 1941 schien nichts friedlicher als der Rote Platz und Moskau selbst. Es war der 22. Juni, ein Sonntag. Die Leute gingen auf den breiten Straßen spazieren, machten Einkäufe in den großen Kaufhäusern oder fuhren aufs Land. Sie wussten nicht, dass Hitlers Armeen 5 Millionen Mann am gleichen Morgen um 4 Uhr früh eine Grenze von fast 3000 Kilometern überschritten hatten. Sie wussten auch nicht, noch nicht, bis zu einer Regierungserklärung im Rundfunk am Mittag, dass sich die Sowjetunion im Krieg befand. Ein Krieg, der Hitlers Rückgrat brechen und seinem Traum von einer neuen Ordnung ein Ende machen sollte. Ein Krieg um Stalingrad, die Schlacht um Moskau, die Belagerung Leningrads, der Fall Berlins. Ein Krieg mit den größten Landschlachten und der größten Panzerschlacht aller Zeiten. Ein Krieg des Heldentums und der Opfer, wie ihn die Welt bisher noch nicht gekannt hatte. Es war ein Krieg, der Russland 20 Millionen Menschenleben kostete, wahrscheinlich noch mehr. Für viele im Westen, besonders für die Amerikaner, ist dieser Krieg bis heute ein unbekannter Krieg, erklärt Burt Lancaster. Der erste Tag des Krieges. Sonntag, der 22. Juni 1941, der längste Tag des Jahres. Und die letzten Augenblicke des Friedens. Ausgedehnt von Europa bis ins fernste Asien glich die Sowjetunion einem schlafenden Riesen. Winston Churchill drückte es so aus, für die übrige Welt ein Rätsel, eingehüllt in ein Geheimnis. Wie die Vereinigten Staaten befand sich die Sowjetunion im Friedenszustand. Durch den Morgennebel vor Sonnenaufgang begeben sich die deutschen Heere in ihre Ausgangsstellungen. Der Angriff ist für 4 Uhr angesetzt, ist bis in jede Einzelheit geplant. Russische Flugplätze, Eisenbahnknotenpunkte, Straßenkreuzungen und alles, was sich auf ihnen bewegte, werden massiv bombardiert.
Die sowjetischen Streitkräfte sind wie gelähmt. Hitler hatte seinem General Jodl gesagt, wir brauchen nur die Tür aufzustoßen und das ganze morsche Gebäude wird zusammenkrachen. Bis zum Beginn des Überfalls hat es Hitler nicht für erforderlich gehalten, der Sowjetunion den Krieg zu erklären. Es zeigte sich das schon bekannte Muster, der Blitzkrieg, und seine Wucht war niederschmetternd. Am Ende des ersten Tages wiesen die sowjetischen Grenztruppen schwere Verluste auf. 1200 Flugzeuge waren zerstört. Die Grenzgarnisonen hatte die Hauptwucht getroffen. In den ersten Minuten des Angriffs wurde die Grenzfestung Brest-Litowsk eingeschlossen. Die Deutschen hatten Belagerungsgeschütze herangebracht, um sie zu bezwingen. Die Festung sandte eine Nachricht heraus. Hier ist die Festung Brest-Litowsk. Wir kämpfen. Die Zivilbevölkerung suchte Schutz, wo sie ihn gerade finden konnte. Aus Moskau kam die Nachricht, dass das russische Volk durch Deutschland überfallen worden sei. Unsere Sache ist gerecht, besagte sie. Der Sieg wird auf unserer Seite sein. In jener Nacht gab Winston Churchill bekannt, Großbritannien werde der Sowjetunion zu Hilfe kommen. Gefahr für Russland ist Gefahr für uns, sagte er, und Gefahr für die Vereinigten Staaten. Amerika war noch neutral, aber auch Präsident Roosevelt versprach den Sowjets Hilfe. Seit der Zeit Napoleons, 130 Jahre zuvor, hatte Russland keine solch tödliche Bedrohung mehr erlebt. Unter dem Ansturm begannen sich viele zu fragen, wie das alles geschehen konnte. Der sowjetische Nachrichtendienst hatte genau enthüllt, was die Deutschen vorhatten. Amerikanische und britische Dienste hatten es bestätigt. Aber Stalin, der davon überzeugt war, dass der Westen Deutschland in einen Krieg mit der Sowjetunion drängen wollte, blieb stumm. Er unterließ alles, was ihm als Provokation ausgelegt werden konnte. Trotz aller Beweise für das Gegenteil hatten die Sowjets auf ein weiteres Friedensjahr gehofft. In den Jahren vor dem Krieg hatte Russland in weniger als einer Generation eine unabhängige Wirtschaft aufgebaut. Die Sowjets hatten ihre Landwirtschaft kollektiviert und danach ein Eilprogramm der Industrialisierung eingeleitet. Die Arbeiter gingen wieder auf die Schulbank. Sie waren begierig auf die Beherrschung neuer Technologien. Fabriken mussten Vorrang vor privaten Bedürfnissen haben. Elektrizität aus Wasserkraft. Energien für neue Produktionsstätten für Autos, Lastwagen,
Traktoren. Während der 30er Jahre verbesserte sich in der Sowjetunion langsam die Lebensqualität. Es gab mehr Waren in den Geschäften. Es gab keinen Luxus, aber die Leute waren gut angezogen. Sie schienen zufrieden. In Spanien brach der Bürgerkrieg aus. Der erste Kampf gegen den Faschismus. Hitler und Mussolini unterstützten Franco. Die Sowjetunion war auf der Seite der Republikaner. Viele Sowjetbürger meldeten sich als Freiwillige. Ebenfalls auf der republikanischen Seite waren amerikanische Freiwillige der Abraham Lincoln Brigade. Ernest Hemingway war dabei. Und der Sänger Paul Robeson. Sowjetische Piloten kämpften gegen Hitlers Asse am Himmel über Madrid. Die Deutschen der Legion Condor hatten der Zivilbevölkerung von Barcelona und Madrid schon die moderne Kriegführung beschert. Ihre Bomben hatten die Stadt Guernica ausgelöscht und damit ein Symbol für das Entsetzen des Krieges geschaffen. Picasso setzte ihm mit einem Meisterwerk ein Denkmal. Hitler verkündete, sein Drittes Reich werde 1000 Jahre dauern. In Nürnberg, München, Berlin bekräftigte er Deutschlands Recht auf Lebensraum. Der Lebensraum, den er suchte, lag im Osten. Ideen, die denen Hitlers im Wege standen, wurden ausradiert. Die Werke von Tolstoi und Whitman, von Hemingway und Darwin, von Voltaire und Heine wurden ein Opfer der Flammen. Alle Kultur außer der Hitlers sollte vernichtet werden. Sie sangen, heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes, wenn wir selbst... 1933 hatten die USA und die Sowjetunion diplomatische Beziehungen aufgenommen. Sie hofften auf Frieden. Hitler war auf Kriegskurs. Wenn wir aber heute in Europa von neuem Grund und Boden reden, können wir in erster Linie nur an Russland und die ihm untertanen Randstaaten denken, hatte er in Mein Kampf geschrieben. Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst nicht schaffen mussten. Hitler wurde von Deutschlands militärisch-wirtschaftlichem Komplex voll unterstützt. Was gut für Hitler und seine Partei war, war auch gut für Alfred Krupp, den Waffenmagnaten. Zuversichtlich eroberte Hitler das Rheinland zurück, nahm das Saargebiet wieder an sich und verleibte sich Österreich ein. Nichts schien ihn aufhalten zu können. In München glaubten Chamberlain und Daladier, die Premierminister Englands und Frankreichs, den Friedensversprechungen Hitlers. Sie zwangen die Tschechoslowakei, das Sudetenland aufzugeben. Chamberlain sagte über Hitler, trotz der Brutalität, die ich in seinem Gesicht zu erkennen glaubte, hatte ich den Eindruck, einen Mann vor mir zu haben, auf dessen Wort man sich verlassen kann. Für Hitler war München ein weiterer Sieg. Andere nannten es Appeasement, Beschwichtigungspolitik. In London erklärte Chamberlain, München bedeute Frieden in unserer Zeit.
Als die Deutschen in der Tschechoslowakei eindrangen, wurde Polen das letzte Land, das ihre Truppen von der sowjetischen Grenze trennte. England hatte mit Polen einen Beistandspakt geschlossen. Am 12. August schlugen die Sowjets einen Verteidigungspakt mit Großbritannien, Frankreich, Polen und anderen osteuropäischen Staaten vor. Als Teil dieses Paktes suchte Russland um Erlaubnis nach, Truppen, falls erforderlich, durch Polen zu bewegen. Am 15. August schienen die Deutschen entschlossen, Polen anzugreifen. Die Briten und Franzosen hatten untergeordnete Beamte zu den Paktverhandlungen nach Moskau geschickt. Sie forderten eine Verschiebung der Gespräche bis zum 21. August. Polen weigerte sich hartnäckig, sowjetische Truppen durchmarschieren zu lassen. In Stalin festigte sich die Überzeugung, die Westmächte hofften, die Deutschen nach Osten abzulenken. Am 21. August fragte der sowjetische Verteidigungsminister Woroschilow England und Frankreich, wie sie es mit dem gegenseitigen Beistandspakt im Hinblick auf Polen halten wollten. Er erhielt keine Antwort. Die Sowjets glaubten, keine Wahl mehr zu haben. Zwei Tage später kam Hitlers Außenminister Joachim von Ribbentrop in Moskau an. Am 23. August 1939 unterzeichneten Ribbentrop und Molotow einen Nichtangriffspakt. Das war ein Ereignis, das die Welt verblüffte. Für die Russen war es ein Weg, Zeit zu gewinnen. Polen war jetzt im Krieg. Am 1. September 1939 fiel Hitler in Polen ein. Am 17. September überschritt die Rote Armee die polnische Grenze, um Gebiete wieder zu beanspruchen, die Polen 18 Jahre zuvor an sich genommen hatte. Der Pakt hatte das Unvermeidliche nur hinausgezögert. Für Hitler und seine Gefolgsleute war das Unvermeidliche lediglich eine Sache der Planung. Die Sowjetunion musste angegriffen werden. Sie nannten das Unternehmen Barbarossa. Es sollte ein dreigefächerter Vorstoß in das Herz der Sowjetunion werden. Das Ziel im Norden war Leningrad, im Zentrum Moskau und im Süden Kiew und die gesamte Ukraine. Die Sowjetunion sollte bis zu einer Linie von Archangelsk bis Astrachan besetzt werden. Der 1. Mai 1941, traditioneller sowjetischer Feiertag, der Tag der großen Parade. Demonstration von Stärke und Solidarität. Aber in diesem Jahr herrschten auch Unsicherheit und Besorgnis. Vor Lenins Grab auf dem Roten Platz warnte Marschall Timoschenko das Volk vor einer höchst komplizierten internationalen Situation. Gewaltige Anstrengungen wurden gemacht, um die Rote Armee mit modernen Waffen einschließlich neuer Panzer auszurüsten. Aber das alles war erst ein Anfang. Die Leistungsfähigkeit der Waffen war unerprobt. 1940 gerieten die Sowjetunion und Finnland über Grenzstreitigkeiten in einen militärischen Konflikt. Die Deutschen verfolgten die Schwierigkeiten, die die Rote Armee dabei hatte, mit großer Aufmerksamkeit. Waren sie verlässliche Anzeichen für die sowjetische Stärke? Konnte die sowjetische Armee einem Blitzkrieg der Deutschen standhalten? Die ausländischen Beobachter der Maiparade sahen die neuesten Waffen und erwogen die Chancen der Sowjets. Stalin, der auch dabei war, hoffte immer noch auf mindestens ein weiteres Jahr der Vorbereitungen.
Am 21. Juni 1941 forderte Molotow den deutschen Botschafter in Moskau auf, Gerüchte über einen bevorstehenden Krieg aufzuklären. Der Botschafter, der von Hitlers Absichten nichts wusste, versicherte Molotow, die Deutschen wollten Frieden. Der 22. Juni, einen Tag später. Um 4 Uhr früh hatte der Angriff begonnen. An einer Front vom Polarkreis bis zum Schwarzen Meer, fast 3000 Kilometer lang, ließ Hitler seine Armeen los. Im Kreml verlas im Morgengrauen der deutsche Botschafter Schulenburg Molotow die Kriegserklärung. Molotow war fassungslos. Der Schlag hatte das Gewicht von 190 Divisionen, 5 Millionen Mann. 47.000 Geschützen und Granatwerfern, 4.300 Panzern, fast 5.000 Kampfflugzeugen. Die volle mörderische Kraft einer technisch weit fortgeschrittenen Industrienation. Der Blitzkrieg. Hitlers Chefideologe Alfred Rosenberg hatte seinen Plan für den Osten schon lange ausgearbeitet. Nach dem Sieg sollte das ganze europäische Russland von Deutschen besiedelt und Teil des Dritten Reiches werden. Die Einwohner, Millionen von Russen, sollten umgebracht oder umgesiedelt werden. Als erste sollten die Mitglieder der Kommunistischen Partei liquidiert werden. Das deutsche Oberkommando befahl den vorrückenden Truppen, jeden Widerstand so zu bestrafen, dass 50 bis 100 Russen auf jeden Deutschen, der durch Partisanen umkam, umgebracht würden. Hitler ließ sich regelmäßig die neuesten Wochenschauberichte von der Front zeigen. Sie erfreuten ihn. Sein Überraschungsangriff war über alles Erwarten erfolgreich. Die sowjetischen Städte fielen. Grodno, Minsk, Babrujsk, Gomelji, Mogiljow, Kaunas, Vilnius, Ostrow, Pskow. Die Vernichtung in Polen, Belgien, Holland und Frankreich wiederholte sich. Nur in größerem Maßstab. Churchill hatte gesagt, zweifellos sei Hitlers Plan, Polen 1939, Frankreich 1940, Russland 1941, England 1942 und vielleicht Amerika 1943. In der Anfangsphase des Unternehmens Barbarossa starben Zehntausende sowjetischer Soldaten oder gerieten in Kriegsgefangenschaft. Der amerikanische General George Marshall äußerte gegenüber Präsident Roosevelt, Russland würde in weniger als 3 Monaten fallen. Der britische Feldmarschall Wavell gab dem Land nur noch 6 Wochen.
Hitler erklärte, die Sowjetunion sei bereits zerschmettert. Doch Hitlers Prahlerei war voreilig. Allmählich ließ der schreckliche Blutzoll an sowjetischen Truppen und Material nach. Deutsche Kommandeure wurden durch den sowjetischen Widerstand beeindruckt. General Günther Blumentritt sagte, selbst wenn die Russen eingekreist sind, halten sie ihren Boden und kämpfen. Die kleine Garnison der Festung Brest-Litowsk hielt auch nach einmonatiger Belagerung noch aus. Hier ist die Festung, kam die Nachricht. Wir kämpfen noch immer. Dies sind die Mauern der Festung Brest-Litowsk an der Westgrenze der UdSSR. Im Morgengrauen des 22. Juni 1941 begannen die Deutschen ihren erbarmungslosen Vorstoß über die russische Grenze nach Osten. Brest-Litowsk war Ziel des ersten Schlages. Es war ein Überraschungsangriff, ähnlich wie es die Japaner später bei Pearl Harbor machten. Die Deutschen griffen die Festung mit Bomben und Artillerie an. Sie räucherten sie mit Flammenwerfern aus, doch die Besatzung gab nicht auf. Über 4 Wochen verteidigten 4.000 russische Soldaten die Festung gegen 17.500 Gegner, während die Masse der deutschen Streitkräfte weiter ostwärts vorrückte. Die Festung war jetzt eine Insel in einem Meer von Deutschen. Die meisten der Garnison von Brest-Litowsk kamen in diesem ungleichen Kampf um. Nur eine Handvoll gelang es, sich durch mehr als 600 Kilometer besetztes Gebiet durchzukämpfen und sich an der Front mit der Roten Armee wieder zu vereinigen. Das russische Volk nennt die Helden von Brest-Litowsk die unsterbliche Garnison. Hitler selbst verkündete den Fall der Zitadelle. Mit seinem Verbündeten Mussolini unternahm er eine Besichtigungsfahrt zu den Leistungen der deutschen Armee an der Ostfront. Brest-Litowsk war der Höhepunkt. Widerstand noch auf den Festungsmauern, eingeritzt mit Bajonetten.
Ich sterbe, aber ich ergebe mich nicht. Leb wohl, mein Vaterland. Zu dieser Zeit wussten die westlichen Alliierten so gut wie nichts über das Ausmaß der Opfer, zu denen die Sowjetunion gezwungen wurde, und wenig über die Gründe der russischen Stärke. Am 3. Juli 1941 wandte sich Josef Stalin im Rundfunk an die Nation. Die deutsche Wehrmacht stieß auf Leningrad, Moskau und Kiew vor. Stalins Botschaft sprach von Leben oder Tod für die Sowjetunion. Genossen, Bürger, Brüder und Schwestern, ich spreche zu euch, meine Freunde. Der schändliche militärische Überfall Deutschlands auf unser Land, der am 22. Juni begann, hält an. Trotz des heroischen Widerstandes der Roten Armee schwebt eine ernsthafte Gefahr über unserem Land. Stalin rief die Nation auf, die Aggressoren aufzuhalten, die Deutschen daran zu hindern, weiter nach Russland vorzustoßen und einen umfassenden Partisanenkrieg zu eröffnen. Die ganze Nation sollte ein riesiges Militärlager werden. Stalin wurde Vorsitzender des staatlichen Verteidigungskomitees, bald darauf Oberbefehlshaber. Und die Sowjets gaben dem Krieg ihre eigene Bezeichnung. Er wurde zum großen Vaterländischen Krieg. All unsere Anstrengungen zur Unterstützung unserer heldenhaften Roten Armee, unserer ruhmreichen Roten Marine, die Anstrengungen der gesamten Nation, den Feind zu zerschmettern. Vorwärts zu unserem Sieg. Der Krieg brachte seine erste große Hymne hervor, der Heilige Krieg. Unterstützt von Zivilfreiwilligen, die Panzerfallen und Verteidigungsstellungen bauten, und von Partisanen, die hinter der Frontlinie kämpften, drosselte die Rote Armee allmählich den deutschen Vormarsch. Yeah.
Die rote Luftflotte machte es den Deutschen immer schwerer, die absolute Kontrolle über den Luftraum zu gewinnen. Am Boden kämpfte die sowjetische Infanterie um jeden Meter. Die russische Artillerie erwies sich als entscheidend. Im August errang Marschall Schukow einen Sieg. Er warf den Gegner bei Jelnja zurück. Das war der erste deutsche Rückzug im Zweiten Weltkrieg. Die Wehrmacht hatte zu diesem Zeitpunkt schon die Hälfte aller Panzer verloren, mit denen sie nach Russland gezogen war. 1300 Flugzeuge und über eine halbe Million Mann. Russische Gegenangriffe hatte die Wehrmacht bisher noch nicht erlebt. Die Deutschen hatten ebenfalls nicht die Probleme vorhergesehen, ihre Vorauseinheiten mit Nachschub zu versorgen, nachdem die Geschwindigkeit ihres ersten Vormarsches sie weit in die Ebenen Russlands gebracht hatte. Die bekannten Szenen kehrten sich um. Ein eroberter deutscher Kommandoposten. Die ersten deutschen Gefangenen waren wie vor den Kopf geschlagen. Ihr Führer hatte ihnen einen schnellen und leichten Sieg versprochen. Aber hier erlebten sie den ersten Vorgeschmack der Niederlage. Die Kämpfe nahmen immer mehr an Heftigkeit zu. Allmählich reorganisierte die Rote Armee ihre Kommunikation mit der Stawka, dem sowjetischen Oberkommando, um immer stärkere Kräfte zum Einsatz zu bringen.
Zum ersten Mal vernahm man das furchterregende Geräusch der Katjuscha, des mehrläufigen Raketenwerfers, die sowjetische Geheimwaffe. Die Deutschen nannten sie Stalin-Orgeln. Im Luftraum waren die Kämpfe ebenso heftig. Die sowjetische Luftflotte hatte während der ersten Stunden von Barbarossa heftige Verluste hingenommen. Jetzt brachte sie allmählich ihre modernsten Bomber und Jäger zum Einsatz. Die Sowjetarmee war noch immer in der Defensive, wurde jedoch offensiv, wo immer sich die Möglichkeit bot. Niemand in Russland machte sich über die Gefahr Illusionen. Gefährdet war Leningrad, Kiew verloren und von Tag zu Tag stärker bedroht war auch Moskau selbst. Hitler verkündete zuversichtlich: Soldaten, Moskau liegt vor euch. Ihr seid durch die Straßen der schönsten Städte Europas marschiert. Nur Moskau bleibt noch übrig. Bezwingt die Stadt, zeigt ihr die Stärke eurer Waffen, geht über ihre Plätze. Moskau, das wird das Ende des Krieges sein. Sie jubelten, bevor sie starben. In diesen Tagen der äußersten Krise waren Parteimitglieder stolz darauf, die Ersten im Kampf und die Ersten im Sterben zu sein. Blutbefleckte Mitgliedskarten gaben davon Zeugnis. Diese Soldaten von 1941 können die Pioniere des Sieges genannt werden. In den 1418 Tagen des Krieges sollten Millionen kämpfen und Millionen sterben. Sie sollten die unbekannten Soldaten dieses Krieges sein.